Ja, das ist genau das richtige Aalwetter. Es ist komplett verregnet, es ist relativ kühl und es gibt einen Spot, der jetzt auch schon ein paar Mal geliefert hat. Also, Aal ist ja immer sehr beliebt, aber Aal ist auch ein wenig tricky. Aal fängt man nicht einfach mal so, denn er braucht einfach richtig gute Bedingungen. Und richtig gute Bedingungen sind verdammt gutes Wetter. Also richtig schön Regenwetter, so soll das sein, verregnet und das am besten über Tage. Sowas hier ist immer ganz gut. Und dann auch noch kühle Temperaturen, das ist richtig kalt und am besten unter 15 Grad, dann hat man realistische Chancen. Bei so einem Wetter hier würde ich es gar nicht probieren auf Aal. Ja, na klar, geht da auch mal was rein. Ja, es ist halt RF4, kann immer passieren. Also klar kann da was gehen, aber deutlich bessere Erfolgschancen bei so einem Wetter hier. Also richtig schön Regen, am besten über mehrere Tage. Dann ist das realistisch. So muss das hier gerade aussehen und dann lübt das. Jetzt haben wir natürlich eher gerade so ein bisschen so eine Gewitterfront und dementsprechend hört das wahrscheinlich gleich auf. Aber vielleicht haben wir noch Glück, dass sich das gleich eben hier auch noch weiter reinzieht bis in die Abendstunden rein. Und dementsprechend geht vielleicht tatsächlich in den frühen Abendstunden noch was rein auf Aal. Ich bin heute komplett auf Fischfetzen. Komplett auf Fischfetzen, sowohl mit Pose als auch auf Grund. Wobei ich erst gedacht habe, okay, ich gehe komplett auf Grund. Und dann triggert es natürlich, ne? Vielleicht hat man ja doch wieder eine bessere Chance mit einem deutlich dickeren Köder. Komplett übertrieben wieder. Vielleicht ballert irgendwann mal die Super Trophy Aal rein allen. Ja. Vielleicht. Aber das kann man natürlich probieren und testen und testen und testen und mit viel Glück einfach hier nochmal mit der Matchroute. Matchroute mit 1-0er Haken und zweimal Fischfetzen. Es ist ein riesen Klumpenfleisch. Da muss einfach der Alaconda, der Riesenaal, der muss hier einfach angeschwommen kommen und dann kann er hier reinballern. Es werden, ich sehe es hier gerade neben mir, der Epic zieht hier auch schon gerade wieder raus, Schläfer-Grundel-Trophies ohne Ende gefangen. Was richtig gut ist, wenn man eine Stelle hat, wo man viele Schläfergrundeln fängt, mitnehmen. In den meisten Fällen macht man sogar mit den Schläfergrundeln mehr Silber als mit einem ollen kleinen Aal in einer Nacht. Also da doch lieber die ganze Zeit ein paar Schläfergrundeln fangen. Schön die Trophies mitnehmen, die bringen halt auch richtig gut Cash und dann hoffen, dass nebenbei einfach mal der Aal gibt. Apropos hoffen, das Gesamte, wie gerade ja schon gesagt, ist einfach sehr lucky. Es ist äußerst schwierig, dass man den quasi direkt beangelt, gezielt beangelt. Man muss es einfach immer wieder versuchen und von den Positionen, ich meine, man hat es ja gerade gesehen, wir sind hier an einer der wichtigsten Aalspots, ein absoluter Klassiker, läuft immer wieder gut. Die anderen sind halt hier unten oder auch mal hier in dem Bereich, hier oben oder hier. Also es gibt verschiedene Stellen, wo immer mal der Aal geht, aber das hier ist schon so ein ziemlicher Klassiker. Ja, und an diesem Klassiker war es auch, wie gesagt, schon in den letzten Tagen recht erfolgreich. Schneckei hat hier ordentlich rausgezogen. Und auch schon mehrere Trophies gefangen. Also, wenn das Wetter passt, wenn die Bedingungen passen und man genügend Sitzfleisch aufweisen kann, dann hat man eben auch die Möglichkeit, hier was rauszuziehen. Ich teste einfach, ne, eine Nacht jetzt, da wird wieder probiert. Vielleicht geht was, vielleicht auch nicht. Mit Glück ballert mal wieder was rein. Ja, und jetzt heißt es natürlich, dann die Geduld aufbringen und entweder, ja, einfach auf das richtige Wetter warten, immer das richtige Wetter warten, immer dann hingehen, wenn das Wetter passend ist oder einfach die ganze Zeit durchsitzen und probieren. Ich gucke in der Regel halt immer nur dann, wenn das passende Wetter ist und dann eben in der Zeit auch noch Köder testen. Auch das ist natürlich nicht so easy.
weil man ja nicht so viel Zeit hat. Das heißt, man hat ja nur die Zeit, ich sag mal jetzt abends, sagen wir so um 9 Uhr, 8 Uhr, 9 Uhr, kann man sich eigentlich schon mal hinstellen und dann bis morgens 8, 9 Uhr. Und dann hat man so diese Kernzeit, wo das eigentlich immer ganz gut funktioniert. Und ja, in der Zeit muss man dann eben auch noch verschiedene Köder testen. Vom Fischfetzen, vom Tauwurm, vom Krebsschwanz, vom Frosch bis hin natürlich auch zu den anderen Köderfischen kann man hier alles reinwerfen. Also Laube, Kaulbarsch, auch das durchaus möglich. Gerade bei den Köderfischen und beim Frosch natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass da kein Hecht drauf geht. Also das am besten nach 23 Uhr und bis ungefähr 5 Uhr, 6 Uhr probieren. Und dann kommen auch schon mit der Zeit die Hechte. So, und jetzt haben wir schon gleich 22 Uhr und es wird gerade auch noch ein bisschen weniger vom Regen. Gar nicht so gut. Das wäre natürlich gut gewesen, wenn das sich in die Nacht weiter reinzieht mit dem Regenwetter. Wir gucken mal gerade aufs Setup rein, wie das denn aufgebaut ist. Das Ganze ist hier recht fein und zart, also relativ fein und zart. Und ich versuche hier sehr locker reinzugehen. Also es ist quasi hier die Bremse natürlich offen bei der Pose. Die Schnur ist locker im Wasser, gar nicht straff gemacht. Das heißt, der Aal hat genug Zeit und Möglichkeiten dran rumzuzuppeln und kann auch noch ein bisschen abziehen. Und in dem Moment, wo er dann abzieht, dann hakt es irgendwann. Gucken wir mal hier auf die erste Grundrute. Ja, Hauptschnur und Rute und so, das ist ja von den Tragfähigkeiten alles nicht weiter relevant. Es geht hier unten um den Bereich ab dem Vorfach. Bedeutet also, ich bin hier gerade mit 9,2 Kilo unterwegs. Geflochtene Schnur, das ist Karpfen-Vorfachsmaterial, habe ich diesmal gewählt, weil das eben sehr flexibel ist und sich dem Untergrund schön anpasst. Das heißt, das ist sehr, sehr weich und ja, liegt dann da unten jetzt so schön im Schlamm. 30 cm Länge, ich habe es ein bisschen länger gewählt als so die Standard 25er und habe hier nochmal einen speziellen Haken genommen. Einfach mal was Schlankes, um das zu testen. Einen schön schlanken, schmalen Haken. Vielleicht passt der gut in das schmale Aalmaul rein. Und dazu dann eben einen dicken Fischfetzen. Ob das überhaupt eine Auswirkung hat, gibt, glaube ich, keine wirklichen Infos zu. Gibt keine wirklichen Infos dazu, inwieweit die Hakenform Auswirkung hat. Aber es gibt so viel verschiedene Hakenformen. Warum nicht einfach mal sowas testen? Vielleicht wirkt es ja tatsächlich. So, so sehen die beiden Grundruten aus. Also beide hier auf 30 cm Vorfach mit diesem Einserhaken und mit Fischfetzen. Kann man andere Haken verwenden? Ja, selbstverständlich. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Haken so verwende. Sonst waren es immer andere Haken. Ich sag mal, vom 6er angefangen bis hin zum 1er oder wenn man es halt mal komplett übertreiben will, was aber dann, wie gesagt, eher unwahrscheinlich ist, dass da was reingeht, ist halt ein 1-0er Haken halt komplett drüber. Und hier dann das Ganze auf 9 Kilo Fluorocarbon mit Fischfetzen in 1,10 Meter Tiefe. 1,10 Meter bis 1,20 Meter, das ist halt quasi genau die richtige Tiefe am Ufer. Also hier im Nahbereich quasi an der alten Festung reicht das. So, und dann, man sieht es von hier, glaube ich, ganz gut. Die Schnur, wie gesagt, schön locker gelassen, ausgeworfen. Einfach nur hier so auf ungefähr 8 Meter. Das heißt, man landet hier vorne so an dieser Kante von dem Grünzeug und dann rauswerfen. Man kann es straff machen. Ich habe es in der Regel auch immer schön gestrafft, die Schnur. In dem Fall jetzt habe ich es einfach mal locker gelassen, damit da schön die Schnur. Da vorne sieht man sie sogar, die liegt da so halb locker drin. Also ganz locker, ohne irgendwie großartig, naja, straffe Schnüre, ohne viel Druck im Wasser. Das heißt, auch vom Blei her ist es jetzt nicht so wahnsinnig schwer mit dem 40 Gramm Blei. Und wenn jetzt der Aal dann kommt, kann er quasi damit schon abschießen. Und wenn sie reingehen, und das ist natürlich dann auch wichtig, dass man dann seine Bremse richtig eingestellt hat, eher locker die Bremse, damit da eben auch der Aal erstmal, da ist doch schon was dran, da hat sich die Schnur gestrafft, damit der Aal dann auch abziehen kann. Na, guck's dir mal an.
Zack, da ist er, der erste Aal. Plan aufgegangen. So geht das doch. So mog wieder. Also direkt wieder raus damit. Locker auswerfen. Zieh nochmal ein bisschen ran. So, mach mal den Bügel nochmal wieder auf. Abstellen. Bügel wieder zu. Auf der anderen Rute ist auch was dran. Könnte aber eine Quappe sein. Ja, könnte eine Quappe sein. Dieses Mehrfachgezuppel und nicht entscheiden können, sind häufig die Quappen. Nehme ich aber auch alles mit. Kein Problem. Wenn es ein großer Aal ist, freue ich mich natürlich auch. Nehme ich natürlich auch gerne. Und ich glaube, es ist dran. Nee. Immer länger warten, immer erst auf Nummer sicher gehen. Jetzt ist er dran. Jetzt zieht er ab. Zack, jawohl. Und es ist tatsächlich die Quappe. Ja, die ollen Quappen. So, schnell wieder raus. Ich habe gar keinen Clip hier drin. Ich werfe einfach nur so. Ich habe ja auch keine Futtermische, dass ich da jetzt speziell immer an der gleichen Stelle sein muss. Aber ich werfe einfach so locker raus, mache dann natürlich den Bügel zu und sehe zu, dass ich halt immer so leicht auflade, nur immer an die gleiche Stelle, damit ich dann eben genau da vorne an dieser Kante bin. Oder eben auch da vorne an der Kante, hier in dem Bereich, dass man dann hier diesen gesamten Bereich, die gesamte Area quasi, damit dann abdeckt. Ja, und so kann das jetzt losgehen. Jetzt heißt es natürlich sitzen, hoffen und Glück haben, dass dann da was reingeht. Wie gesagt, es wurden einige Brocken schon gefangen und jetzt heißt es einfach nur warten. Und es ist ein reines Glücksspiel, wenn du hier sitzt und wenn du hier 3 Tage sitzt und es geht nichts rein, dann ist das nicht unrealistisch. Es ist wahrscheinlicher, dass du nichts fängst, als dass du hier hingehst und einen geilen Aal fängst. Deswegen ist Aalangeln auch nicht unbedingt etwas für Low-Level-Angler. Zum einen haben die meist die Fischfetzen noch gar nicht. Zum anderen vergeudet man halt wahnsinnig viel Zeit fürs Rumsitzen. Und ein so ein Fisch, klar, bringt der mal ganz gut XP. Und ja, der bringt natürlich dann auch ganz gut Silber. Aber in Gänze hat man da viel weniger von, als so eine Nacht im Vergleich auf den Don Kaulbach zum Beispiel, der ja gerade mega gut auch rennt. Also am Windenbach auf 118 oben in der Kurve, da läuft ja sehr, sehr gut seit Wochen auch wieder der Don Kaulbach. Und da macht man zum einen mehr XP, mehr Silber und nochmal mehr Skillpunkte fürs Grundangeln. Und die machst du hier beim in der Nase bohren natürlich nicht. So viel dazu. Ich gammel jetzt hier noch ein bisschen rum und hoffe hier weiter auf dem Aal. Vielleicht geht ja noch ein bisschen was rein. Die waren von vorhin, vom Wolchow noch. Also 2 kleine Fischis. Mal gucken, was jetzt hier noch geht. Spätestens gegen 3, 4 Uhr ist jetzt gleich die Primetime. Dann sollte noch ein bisschen was reinrasseln. Ja, also auch im Chat werden schon die ersten Aale gefangen. Ja, Petri Lümmels würde ich sagen. Zieht raus die Brocken, toi, toi, toi. Dankeschön auch nochmal an Schneckei fürs Teilen im Discord. Link zum Discord unterm Video. Wir sehen uns im nächsten Video oder im nächsten Livestream. Montags, Mittwochs und Freitags immer live ab 19 Uhr auf YouTube und auf Twitch. Petri.